Die größten und dümmsten Fehler deutscher YouTuber. Die größten und dümmsten Fehler. Der Bombenprank fällt mir direkt ein, oder? Der Bombenprank ist auf jeden Fall einer, muss einer von den Fehlern sein. Ich glaube, wenn der Bombenprank nicht passiert wäre, wäre die ganze, die negative Aufmerksamkeitsspirale von ApoRed gar nicht so stattgefunden, ne? Hey, meine lieben Mäuse, ich hoffe, euch geht's gut. Wenn ja... Mäuse also. Dann kann ich euch jetzt persönlich nicht unbedingt garantieren, ob es euch nach diesem Video noch gut gehen wird. Denn das heute wird auch wieder so extrem lost wie die letzten beiden Folgen schon. Aber zuvor nochmal eine ganz, ganz wichtige Anmerkung. Die Skandale und Fehler, die ich heute thematisiere, die liegen schon Jahre zurück. Das heißt, hatet niemanden dafür. Es soll einfach bloß einen Rückblick in die gute alte YouTube-Welt darstellen. Kennt ihr noch den damaligen Luca-Pizza-Skandal, bei welchem Plastik auf unterschiedlichen Pizzen gelandet ist? Oh mein Gott. Gott, wie lange ist das denn her? Wenn nicht, dann hier eine kleine Zusammenfassung. Einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber überhaupt mit knapp 5 Millionen Abonnenten hatte eine Zusammenarbeit mit dem Pizzahersteller Gusto Gustavo gemacht. Diese Pizzen kamen innerhalb der Community sowie auch außerhalb der Community wirklich sehr gut an und demnach produzierten sie auch sehr spezielle Pizzen, die beispielsweise schwarz aussahen. Die Pizza ist schwarz, schwarzer Teig, das hat es noch nie gegeben im Tiefkühlregal in Deutschland. Und so düster wie die Pizza ist, so düster war dann auch der Skandal, der sich 2 Wochen später ereignete. Und zwar wurde bekannt, dass durch einen Produktionsfehler scharfe, durchsichtige Plastikteile auf einigen Pizzen landete. Das Unternehmen schrieb dazu folgendes. Leider ist einem Mitarbeiter unbemerkt ein Plastikbecher bei der Herstellung der hauseigenen Tomatensauce in ein Gefäß gefallen und ist dort geschreddert worden. Jetzt... ich liebe Mikroplastik auf meiner Pizza. Das kann man natürlich Luca nicht für diesen Fehler verantwortlich machen. Doch weshalb entstand jetzt überhaupt die massive Kritik gegenüber Concrafter? Nun ja, Luca und sein Management waren scheinbar so die Ersten, die von diesem Vorfall erfuhren. In der Zeit, als das Ganze noch intern besprochen köstlich, Chat. Wurde, wie man da jetzt am besten rangeht, ist Luca zu einem Dreh zu Crispy Rob gefahren. Noch in dieser Zeit, als er dort diese Videos drehte mit Crispy Rob, wurde jedoch der Skandal rund um diese Plastikteile in dieser Pizza in der Öffentlichkeit bekannt. Gefühlt jedes Medium berichtete genau über diesen Vorfall und warnte vor den Pizzen, dass man diese sich jetzt am besten nicht kaufen sollte. Auch Unge sowie Tanzverbot luden Videos darüber hoch und Unge kritisierte Concrafter direkt am Anfang seines Videos. Hallo Luca. In diesem Video möchte ich dich gerne persönlich ansprechen, und zwar, weil du meiner Meinung nach in einer Verantwortungsrolle stehst, der du dich allerdings nicht korrekt stellst. Und das wirkt nach außen hin so, als wäre dir dein Ruf und das Geld wichtiger als die Gesundheit deiner Zuschauer. Ich hoffe, es ist nicht so. Erst nachdem so ziemlich jeder über dieses Ereignis gesprochen hatte... Krass. Vergangenheitsunge. Ansagen an Pizzadienstleister gemacht. Um davor zu warnen, dass man sich die jetzt am besten nicht kaufen sollte, hat Luca dann einen Tag später auch etwas genau zu diesem... 4 Jahre ist das her. Im Vorfall gesagt. Für viele kam dieses Statement jedoch viel zu spät, weil er schließlich einer der Ersten war, der von diesem Produktionsfehler Bescheid wusste. In solchen Fällen macht sich das jetzt nicht unbedingt gut, wenn man der Letzte ist, der genau über diesen Vorfall aufklärt, obwohl einem selbst die Pizza zu weiten Teilen gehört. Im Endeffekt wurde der Skandal aber größer gemacht, als er eigentlich war. Es wurden zwar große Fehler in der Produktion begangen und das kann man durchaus kritisieren, aber die Pizzen, die wurden sehr schnell wieder zurückgezogen. Es wurde auch ganz schnell bekannt, was das für Pizzen waren und ob diese überhaupt schon ausgeliefert wurden. Und Luca äußerte sich lediglich einen Tag zu spät. Dennoch war der Backlash wirklich riesig groß. Vor allem in den großen Medien wurde das Ganze richtig krass aufgepauscht. Und demnach kann man sagen, das Ganze war zwar wirklich zu groß aufgepauscht, aber es war definitiv ein riesiger Fehler, nicht direkt am gleichen Tag ein Statement zu veröffentlichen. Bei welchem Skandal übrigens der Backlash ebenfalls riesig groß war, war der... Krass, Alter, wegen einer Pizza und wegen einer so... Also so einer unverschuldeten Problematik, weißt du? Er hat ja am wenigsten, kann er dafür... Er hat einen Tag zu spät reagiert und er konnte, und ich meine nicht reagiert, indem er gesagt hat, jetzt kommt der Rückruf, sondern jetzt sage ich was dazu. Alter, das Internet ist echt ein Haufen Sch. Digga, oder? Er von Kevin Wolter. Ich denke, einige kennen ihn, denn er hat eine ähnliche Muskelmasse wie ich. Vor knapp 2 Jahren gab es dann aber einen riesen Sturm, den Kevin selbst auslöste und bei welchem ich wirklich sagen muss, ja, das hat er sich selbst eingebrockt. Doch was war eigentlich passiert, dass er so krass gehatet wurde? Nun ja, Kevin Wolter. Kevin war damals wirklich sehr... Smilodogs. Oh, der Weggang von Smilodogs? ...gut gepartnert und auch befreundet mit Flying Uwe und seinen Unternehmen Neosubs sowie auch Smilodogs. Also für die Leute, die es nicht wissen, Neosubs, die stellen Supplements her und Smilodogs, das ist eine Textilfirma. Die beiden, also zum einen Kevin Wolter und auch Neosubs sowie Smilodogs, hatten scheinbar einen Vertrag gehabt. Und Kevin Wolter soll trotz des Vertrags einfach seinen Partner gewechselt haben. In diesem Falle ging er von Flying Uwe rüber zu ESN und löste schon mit seinem ersten Video einen riesen Sturm aus, weil das Video einfach mega passiv respektlos war. Deswegen sind wir heute bei meinem neuen Sponsor, und zwar bei
ESN. Ich bin einfach an einem Zeitpunkt in meiner Karriere angelangt, wo ich nur noch mit den Besten zusammenarbeiten will. Weil ihr wisst selber, als Influencer hat man auch eine wahnsinnige Verantwortung. Man ist nicht irgendein Typ hinter der Kamera, der da ein bisschen Quatsch macht, sondern man möchte den Leuten auch seine Produkte nahelegen. Und das einfach auch mit dem... Das war damals eine riesige Shitshow, Alter. Das war so eine riesige Shitshow. Was macht Kevin Wolter denn jetzt? Ich habe ewig nichts von Kevin Wolter gehört. Besten und reinsten Gewissen. Das klingt halt so, als wäre ESN so richtig gut und sie hätten eine massiv krasse Qualität im Gegensatz zu den minderwertigen Produkten von Flying Uwe. Das betonte er auch hier nochmal. Da wollen wir mal auf das Thema eingehen. Warum bin ich denn eigentlich von Neosubs und Smilox gegangen? Für mich persönlich hat die Qualität einfach in keinerlei Hinsicht gepasst. Klar, ich habe versucht, mich immer in die Firmen einzubringen. Ich habe versucht, immer das Beste für euch. Der kämpft gegen Sinan G. für die Fans da rauszuholen. Was? Boxen? Aber krass. Wenn einfach nicht auf mich gehört wird und einfach nicht das gemacht wird, wozu ich rate, kann ich dann auch nicht mehr helfen. Ja, wir heben die Qualität an. Ja, wir machen, ja, wir tun, aber im Endeffekt ist nichts passiert. So wie in den kompletten Jahren ist einfach nichts passiert. Uwe hat dann in dem ganzen Talk noch... Uwe hat ihn, glaube ich, komplett zerrissen. Ne? Also man kann danach sagen, Uwe hat ihn komplett... Also Uwe hat dann ein Video hochgeladen. Ich glaube, er hat ihn komplett vernichtet. Uwe hat halt einfach gesagt, Bro. Don't you dare. Und hat ihn einfach vernichtet, Digga. Mal bewiesen, dass sehr wohl einiges passiert ist und eine Entwicklung stattfand und auch mit Kevin Wolter. Du hast die Produkte nachweislich mitgestaltet. Was sagst du zum Booster? Mal kurze Information, weil der Booster, wer hat den entwickelt? Ich habe das Rezept für den Booster wirklich schon, oder für den Pump-Booster auf jeden Fall schon wirklich jahrelang im Kopf gehabt und ich wollte schon immer mal irgendwas machen, was so... Es ist halt auch einfach unschlau, denn in diesen Kampagnen mit diesen Produkten, die sich alle irgendwo ähneln, sagen ja alle Influencer immer dasselbe. Oh, unser Produkt am besten, das ist halt Werbung, so funktioniert Werbung halt auch. Ne? Es wird versucht, dem Endkonsumenten schmackhaft zu machen, dass sich Kevin Wolter da hingesetzt hat und dann so selbstverständlich gesagt hat, jetzt hat damals die Qualität nicht gestimmt, aber jetzt stimmt sie. Das war einfach nur ein Laufen ins offene Messer. Ne? Verrückt. Übertrieben ist er, aber übertrieben ist er gerade geil. Und deswegen haben wir die genauso gemacht. Ich habe noch eine schöne Sache für euch. Und zwar hat der Vorverkauf für die Booster gestartet. Alter, ist das laut, Digga. Unseren geilen Pump-Booster und unseren geilen Fokus-Booster, die ich selber persönlich entwickelt habe, für euch. Also entweder fand Kevin Wolter seine eigenen Produkte bei Neosubs richtig kacke oder er hat massive Stimmungsschwankungen zu der Zeit gehabt. Das kann natürlich auch sein. Aber lustig war auch... Kurzer Vermerk, Kevin Wolter hatte wohl wirklich mit Mental Health zu kämpfen. Ja. Also der war wohl nicht so fit im Kopf, wie er hätte sein müssen. Dass Kevin Wolter ja übel viel Wert auf Qualität legte und dann aber Werbung für Dr. Smiles machte. Ich bin ein Freund von Qualität. Ich habe eine Kooperation mit Dr. Smile geschlossen, weil ich meinen Fans, meinen Freunden, meinen Kunden Qualität verkauft. Da bekam ich damals ganz, ganz starke Schmerzen. Und da gehe ich jetzt noch nicht mal auf die Thematik mit Drachenlord ein. Das ist nämlich nochmal ein ganz anderer Sturm gewesen, der ihn auch nachhaltig definitiv geprägt hat. Also, Kevin beging einen Vertragsbruch, provozierte noch Flying Uwe sowie... Oh mein, stimmt. Kevin Wolter, der zweite Influencer nach dem Parabelritter, bei Drachenlord zu Hause war. Ach du Scheiße, I remember this, Alter. Wie die Unternehmen von Flying Uwe und das, obwohl er dort selbst eigene Produkte bewarb und scheinbar zu der Zeit ja super zufrieden war. Er gestaltete diese ja sogar mit und sagt dann im Anschluss, dass er die Qualität nicht gut fand. Beim besten Willen. Aber so geht man nicht mit Langzeitpartnern und vor allem Freunden um. Vor allem wurde daraus noch ja eine öffentliche Show abgezogen. In diesem Falle konnte ich durchaus verstehen, weshalb Kevin Wolter zu der Zeit Hate abbekommen hatte. Und jetzt kommt aber das Wildeste. Flying Uwe ist sogar gerichtlich gegen Kevin Wolter vorgegangen, wegen Vertragsbruch und so weiter. Und hat laut eigenen Aussagen in allen Punkten Recht bekommen. Meine Unternehmen Neosubs und Smilodogs sind im März am Landgericht Berlin gegen Kevin Wolter gerichtlich vorgegangen. Wir haben bei dem Gericht einen Eilantrag gestellt, damit das Gericht verbietet, dass Kevin weiterhin Werbung für seinen neuen Sponsor machen kann. Boah, oh mein Gott, da kann ich mich nicht dran erinnern. Was, der hat das gerichtlich durchgesetzt, Alter? Kevin hatte ja unserer Meinung nach Exklusivverträge, was Neosubs und Smilodogs betrifft. Und wir wollten natürlich weiterhin, dass er diese Verträge einhält. Des Weiteren wollten wir, dass das Gericht Autsch. Kevin verbietet, weiterhin negativ über die Produkte von Neosubs redet. Und wir hatten auch in der mündlichen Verhandlung technische Analysen der einzelnen Neosubs-Produkte, die gezeigt haben, dass Neosubs eine astreine Qualität hat. Wir haben die drei Richter am Landgericht Berlin uns in allen Punkten Recht gegeben und haben Kevin dazu verurteilt, dass er keine Werbung mehr für seinen neuen Sponsor machen darf und
dass er sich auch nicht negativ über die Neosubs-Produkte äußern darf. Im Anschluss meinte er dann noch, dass Kevin dagegen Berufung eingelegt hatte und währenddessen aber die Berufung lief, haben sie sich außergerichtlich geeinigt und sind anschließend getrennte Wege gegangen. Tja, da hat sich Kevin bei sehr, sehr vielen Menschen extrem unbeliebt gemacht und noch bis heute. Also 2 Jahre nach dem ganzen Skandal macht er immer noch extrem viele Dislikes auf wirklich jedes Video. Ob das jetzt genau an diesem Skandal liegt oder an der Thematik mit Drachenlord, das kann man nicht genau sagen. Ihr kennt das sicherlich alle, den YouTuber Younes Amiri. Wer? Okay, kennt ihr nicht. Ich hätte ihn jetzt auch nicht gekannt, hätte ich mich nicht damit auseinandergesetzt. Okay, danke schön. Kurzform, er ist mittlerweile ein YouTuber mit über 420.000 Abonnenten. Und I don't fucking know, Alter. Und damals hatte er eine Phase, bei welchen er gerade richtig krass gehypt wurde. Viele Augen richteten sich auf ihn, aber er ist jetzt nicht unbedingt nur durch Positivität aufgefallen. Also gar nicht. Vor über 4 Jahren passierte dann aber etwas, was sich an Dummheit kaum überbieten lässt. Denn man wusste ja schon im Vorfeld, dass der Bombenprank von Upper Red jetzt nicht so schlau war und er damit Menschen traumatisierte und dazu noch 2 Wochen ins Gefängnis kam. Okay. Außerdem war zuvor auch schon eine Zeit im Winter, als LKWs auf Weihnachtsmärkte rasten und die Menschen sich nicht unbedingt sicher fühlten. Und Younes Amiri hat sich bestimmt an der Stelle gedacht, ey, ich muss das Ganze einfach noch krönen. So zündete er tatsächlich einen sehr großen Böller in einer vollen Dortmunder Einkaufshalle. Im Anschluss wurde dort alles evakuiert, Menschen sind panisch aus der Halle gestürmt und bekamen teilweise Schockzustände. Oh mein Gott. Alter, daran kann ich mich ja gar nicht erinnern. Younes Amiri musste sich daraufhin dann vor Gericht verantworten, weil er zusätzlich dieses Böller-Video auf seinem YouTube-Kanal für kurze Zeit hochgeladen hatte. Und dabei bekam er einfach 2 Jahre auf Bewährung plus zusätzlich 120 Sozialstunden aufgebrummt. Holy shit! Und das Ganze mit 17 Jahren. Also da wäre ich wirklich super stolz drauf. Wie man vor allem in solch einer Zeit so dumm sein konnte, das lässt sich mir... 2 Jahre auf Bewährung ist ja schon echt krass. Bis heute nicht erklären. Es war ja völlig klar, was im Anschluss passieren würde, wenn man dort irgendwelche Böller zündet. Vor allem, wenn man diese Böller noch in Mülltonnen wirft, wo die Explosion noch viel, viel stärker wirkt. Das war definitiv eine der dümmsten Aktionen, die ein YouTuber jemals gemacht hat, zumindest im deutschsprachigen Raum. Wenn ihr aber weitere extrem dumme Fehler von YouTubern kennt, die in der Vergangenheit liegen, dann lasst mich das gern wissen und schreibt das in die Kommentare. Dadurch kann ich natürlich noch mehr Videos zu diesem Format bringen. Und ich hoffe einfach mal, euch gefällt dieses Format. Wenn ja, lasst super gern ein Like da, lasst auch gern... Also für mich, und das steht außer Frage, ist der größte und nachhaltigste... Das kann man, glaube ich, auch so gesellschaftlich münzen, was das für Auswirkungen hatte. Der größte Fehler, den ein Influencer oder YouTuber oder Streamer je gemacht hat, ausnahmslos die Drachenlord-Situation. Ich glaube, hier kann man auch sagen, dass das gesellschaftliche Konsequenzen hatte. Die ganzen Verhandlungen, das ganze Hinterherstalken, das Anrufen bei Unternehmen, Firmen, Hotels, Restaurants, die bedroht wurden, weil er da war. Das ist über Jahre hinweg das Dorf, was da terrorisiert wurde. Sicherlich gibt es noch andere Sachen, die einem einfallen. Wir haben ja gerade schon den Bombenprank gehört. Aber das Drachenlord-Ding ist, glaube ich, der größte Scheiß überhaupt, Alter. Also wirklich crazy. Der größte Fehler war für mich, Mimi zu beklauen. Oh mein Gott. Okay, Fehler 2, dass ApoRed und Leon Mascher irgendwas mit Mimi gemacht haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das stimmt, das ist auch noch ein großer Fehler gewesen. Wenn man mal sieht, was im Nachhinein, was da passiert ist, Digga. Die ganzen Videos. Das Exposing. Die klimansche Selbstentzündung war auch krass. Ich find die Personalie und die Situation rund um Finn Kliman, ey, ganz ehrlich, das ist Scheiße. Dieses ganze Ding ist Scheiße. Aber der einzige Grund, warum es so besonders Scheiße wurde oder warum Finn Kliman da besonders auf die Fresse bekommen hat, war den Anspruch. Der hat sich selber Maßstäbe über Jahre gesetzt. Wenn das irgendein anderer Influencer gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich halb so wild gewesen. Aber da es Finn Kliman gemacht hat, war es dann halt nochmal extra schlimm. Aber wenn man mal genau drüber nachdenkt, was da eigentlich passiert ist, ist das Scheiße. Aber nicht so Scheiße, wie es oftmals verkauft wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Vergiss die Yo-Olli-Sache nicht. Oh mein Gott. Yo, ich habe eine Matratze in meinem Kombi im Kofferraum. Olli, fährt zu dir nach Hause und besucht deine Tochter. Ach du meine Güte. Ah, fuck. Ja, das ist auch kritisch. Da wir im Internet sind, haben 90% der Leute nach zwei Monaten alles vergessen. Ja, es ist so schnelllebig, dass das einfach auch nichts bringt. Jetzt ist die Frage auch,
Jetzt muss man, das muss man vielleicht mal im Raum stellen. Ist das denn auch verhältnismäßig, Leuten das auf ewig in ihren, also bis ins, ans letzte Ende ihrer Karriere, ihrer Existenz nachzuhalten? Also ist es denn verhältnismäßig, Finn Kliman dafür für immer und immer bis ans Ende seiner Tage irgendwie zu läutern oder zu fordern, dass er geläutert wird? Ist das verhältnismäßig? Es macht schon Sinn, dass das, dass da irgendwann gesagt wird, ja gut, Alter. Ne? Ist, was soll's, ne? Gewisse Dinge gehören vielleicht in den Punkt, an dem man sagt, okay, das sollte man lieber nicht vergessen, ja, gerade wenn es so extreme Situationen sind. Aber so Influencer-Drama weiß ich nicht wirklich, weißt du? So, weiß ich nicht.